Und damit herzlich willkommen hier bei Levelscard 12. Ich begrüße euch zu einem Levelscard Video in der First Hour zu dem Spiel 13 auf der PS4, Freunde. So, dann lass mal loslegen. 13 ist ein Spiel, das eigentlich 2003 auf der PS2, Xbox und GameCube herausgekommen ist und natürlich auch ein PC, und das wurde jetzt nach all den Jahren remaked auf der PS4 herausgebracht. Es ist gleich 4 Uhr nachts, Samstagnacht, und ich habe das Spiel damals ein bisschen gezockt, aber schon lange her. Ich habe es vergessen, Freunde. Deshalb fangen wir an mit der Kampagne. Ja. Neues Spiel. So, dann haben wir hier 4 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Schlafwandler. Das passt eigentlich jetzt zu meinem Zustand, Freunde. Es ist wirklich sehr, sehr spät. Und ich könnte auch ein Schlafwandler sein. Agent. Ich will eine Herausforderung. Superagent. Und ich will 13, die höchste Schwierigkeitsgrad. Nee. Ja, nehmen wir einfach Schlafwandler, weil ich bin zurzeit auch total müde. Ja, egal. Dann lass mal loslegen, Freunde. Das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigene Nachforschung anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr lange ein Problem sein. Die Synchronstimme kam mir doch sehr, sehr bekannt vor, Freunde. Ein putziger Außerirdischer. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Ja, das sind wir wohl, FBI. Frank, ich bin's, Janet. Brighton ich Beach. Habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch ein bisschen Sektor? Okay, kehre zur Zentrale. Baywatch. Es scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Ist das Pamela oder ist das Erica? Hast du heute Morgen das Meer gesehen?
Hey, Moment. Ich rufe zurück. So, können Sie mich hören? Gib mir einen Kuss, Baby. Sieht nach einer Schussverletzung aus. Gib mir einen Kuss. Können Sie Ihre Beine bewegen? So, das Ganze beginnt in Brighton Beach, nicht in Kalifornien, und heißt Erwachen. Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pickup? Ich versuch's, Baby. Helf mir doch bitte. Oh yeah. Oh yeah. Warte mal. Muscheln. Schöne Muscheln sammeln. Hey, Baby. Mann, hast du einen Badeanzug an? Das ist zum Ausrasten. Sie haben dich entdeckt! Raus aus dem Boot! Sofort! Was ist denn jetzt? Kim hier! Hörst du mich? Durchsucht alle Kabinen! Raus, raus, raus! Rocky! So ist das passiert. Mein Kopf. Sir, können Sie mich hören? Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Alles klar. Wie soll ich denn Vorsicht. Gehen? Verdammt. Frag mich. Okay, fängt ja schon mal gut an, Freunde. Und die erste Trophäe, raus hier! Dafür, dass ich überhaupt nichts gemacht habe, direkt eine Trophäe bekommen, super. Dass ich nur einer Baywatch-Schönheit hinterher geguckt habe, ein paar Muscheln angeschaut habe, gibt's die erste Trophäe, Freunde. Ja, 13 ist ein Spiel, das ich damals eigentlich ein bisschen angezockt habe, nicht richtig durchgezockt habe und jetzt hole ich das nach, Freunde. Und es war damals auf der Konsole eine Revolution mit dem Cell-Shading-Look, eines der besten, aussehendsten Spiele. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow Bank etwas? Hier, bitte. Wer ist da? Nein, was machst du denn? Oh, das war ja irgendwie klar, ne? Da sind die Bösen. Und sie hat mich doch nur gerettet. Ihr fiesen Arschlöcher. Hallo? Ja, schlechter Moment. Sag Mongoose, dass wir das Ziel erfasst haben. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. Ich will dich killen, mein Junge. Hey, komm raus da! Nein. Wo ist eine Waffe? Ich brauche erstmal eine Waffe. Kommt her, Jungs. Er lebt, ist aber übel zugerichtet. Beweg dich nicht. Jetzt bist du dran. So, jetzt bist du dran. Diesmal entkommst du nicht. Ja, wo ist er? Komm her. Wir haben ihn. Da. Alarm!
Die Kalaschnikow. Immer alles mit, was es gibt hier. Flasche. Platsch. So, bleibt dran. Neues Ziel. Fliehen Sie aus der Rettungsstation. Ich bin's, Frank. Antworte, wenn du da bist. Janet, wo bist du? Wir warten in der Zentrale auf dich. Ruf mich zurück, okay? Ich möchte hier raus. Alles leer. Da runter. Da war eine Leiter irgendwo. Meine ich gesehen zu haben. Ja, da kann man sich herunter. Oder? Spring runter. Geht nicht. Das Ganze sieht aus wie bei Baywatch, Freunde. Wenn ich jetzt nur den Weg finden würde, wie ich hier rauskomme. Ja. Gehen wir mal hier lang. Da ist doch. Oh, alter Schwede, ey, wieso gucke ich nicht einfach geradeaus? Und nehmen wir ein Medkit mit. Und das ist schon den nächsten Gegner. Lass dich diesmal nicht entwischen! Tötet ihn! Bring mir den Schließfachschlüssel! Du kannst nicht ewig weglaufen, Nummer 13! Doch, ich kann. Nein, weiter, 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 weiter. Das ist gut. Das ist gut. Attacke! Wenn man das Ziel sucht, dann einfach auf. Touchpad drücken und dann funktioniert es wieder. So, kann ich hier rein. So. Alter, wo schießen die auf mich drauf? Da.
Da muss ich hin zum Auto. Ich brauche den Schlüssel. Ah, okay. Irgendwo muss der Schlüssel sein. Da, bei dem. Da ist doch der Schlüssel. Alter, leg den da hin. Da ist doch der Schlüssel. So, jetzt können wir nicht wegfahren. Hier mit dem Baywatch-Wagen. Habt ihr gesehen, wie das aufgeschlossen hat? Also grafisch muss ich sagen, bin ich sehr vorsichtig. Es kann natürlich sein, dass die PS2-Fassung, die GameCube-Fassung besser aussieht als das hier. Naja. Ich bin ein bisschen skeptisch, Freunde. Ja, das Feeling irgendwie komisch, also grafisch sieht es nicht sehr rein aus, ein bisschen verbuggt, so wie es aussieht, so mein Ersteindruck. Zum Beispiel, wie er gerade das Baywatch-Ding da aufgeschlossen hat und wie der schießt und so. Ich meine, puh, mal schauen, ob es besser wird, Freunde. Gelangen Sie in den Tresorraum. Bitte begeben Sie sich an den Schalter, Sir. Okay. Okay, okay. Mr. Rowland? Es ist so lange her. Ich nehme an, Sie möchten an Ihr Schließfach. Ja. Dürfte ich Ihren Schlüssel haben, bitte? Bitte sehr. Folgen Sie mir bitte. Mache ich doch gerne. Wo ist er denn? Da. Wie Sie feststellen können, haben wir unser Sicherheitssystem verbessert. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr? Gehen Sie vor, Monsieur. Hallo, James. Mr. Rowland möchte an sein Schließfach. Guten Tag, Mr. Rowland. Ja, gib mir die Kohle, James. Was ist das für ein Schließfach? Gib mir die Kohle. Es befindet sich immer noch am Ende. Oh, eine Bombe, Freunde. Timer. Schnell raus hier. Carrington hatte recht. Sie haben angebissen. Schau dir die Beweise an. 20 würde töten, um sie in die Hände zu bekommen. Wir werden sie alle dran kriegen. Von Nummer 20 bis Nummer 1. Und der Einsatz auf diesem seltsamen Boot? Geheim, was? Ist das wieder eine Idee von dieser Frau? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig. Sie macht nur Ärger.
jetzt, Baby? Wo los, mach die Bombe scharf. Ja, alles klar, machen wir. Oh oh. Schnell weg hier, schnell weg hier. Gleich wird's knallen. Raus hier! Hier raus. Ah, hier vielleicht. Was nun? Explodiert. Was muss man denn hier mit diesen Treppen machen hier? Dann hier hoch. Ja, punch erstmal das Telefon. Ja, und jetzt hier mal. Gelangen Sie in den Tresorraum, bin ich jetzt? Was jetzt? Hier ist zu. Ach, hier durch vielleicht. Ah, okay. Eigene Falle getappt. Oh oh. Ich verstehe nichts von diesem Sicherheitssystem. Wie lässt man die Gitter herunter? Wo? Oh. Sofort schießen, Jungs! Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Fuck. Ah. Ich verliere ihn nicht. Oh, der schießt einen auch weg. Nein. Ziel nicht erreicht. Sie haben den Unschuldigen getötet. Ja, wenn der auf mich schießt. Mach zum. Keine Panik. Bitte bleiben Sie ruhig. Ah, hier den Schuh nehmen. Zack. Nabi! Alarm! Raus hier, raus, sind raus, Sie raus. Schwerhörig? Ich sagte, Nummer 13 ist noch am Leben. Informieren Sie Mongoose, er muss herkommen, sofort!
Wo ist der Bulle? Wo ist der Bulle? Da hinten. Ihr Schwachköpfe! Toll, ich darf nur Stühle benutzen. Tür ist zu, gleich die Scheibe einschießen. Hau drauf, er zappelt noch. Hier, Karte reinstecken. So, ich brauche die Karte vom Wachmann bestimmt. Suchen wir mal den hier. Irgendwo eine Karte. Und er steckt in der Wand. Seht ihr das, Freunde? Wie grafisch verbuggt das ist. Er steckt da voll in der Wand, halb drin. Das muss ja auch nicht sein, ne? Das ist ja... Brauche ich diese Karte? Vielleicht hat der die Karte hier. Freunde. Mal hier runter. Alter, dieser Alarm macht mich aggressiv, ey. Ja, hier war ich doch schon. Gehen wir nochmal zurück. Ah, Leute, ist das ein Schmarrn. Irgendwas verstellen oder so, keine Ahnung. Gehen wir mal raus, Freunde. Ah, ich möchte doch kein Walkthrough anschauen. Dann ist hier irgendwo eine Karte versteckt. Ach, die ganzen Kohle. Oh, Gold, Geld, alles dabei, Freunde. Na, gehen wir mal hier durch. Den Knopf hier drücken. Und er steckt auch mit dem Kopf in der Wand.
jetzt ganz hoch gehen. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Gehen wir hier durch. Vielleicht hier ist irgendwas? Nein. Ich bin mir sicher, man muss hier irgendwas machen. Hier kommen wir bestimmt raus. Ne? Nur die Karte fehlt. Wo finde ich so eine Karte? Kann ich überspringen? Nein. Die Karte fehlt und die ist bestimmt irgendwo versteckt. Auf, oder? Nope. Leute, offiziell, ich bin wieder stecken geblieben. Gibt. Ich habe jetzt gecheckt, wie man weiterkommt. Man hätte einfach die Wache rauslocken sollen und dann Stuhl drauf knallen, damit diese Tür geöffnet wird, damit man hier rein kann. Und wenn man das schon vorher gemacht hat, einfach in die Luft ballern und dann kommt der Wächter raus und die Tür ist offen. Ja, komisches Level, aber zumindest geht's jetzt weiter, Freunde. Hoffe ich doch mal. Wo zur Hölle steckt der? Irgendetwas auf deiner Seite? Nicht Nein! Fehlen. Dadurch, schnell. Dadurch. So. Na, Baby. Was ist der Code? Ah, dumme Ziege. Und die erste Trophäe, noch ein Geheimnis. Oder zweite Trophäe besser gesagt. Komm ich jetzt hier raus? Ich habe nur noch nicht die Karte. Hast du eine Karte, Baby? Karte, ja, da ist er doch. Super. Endlich, Freunde.
Klick und wir sind im Fahrstuhl. Oh, da wartet ein Bösewicht. Auf eine Verstärkung. Hey, du, stehen bleiben! Weg mit der Waffe! Komm mal Waffe raus. Und Glückspilz, dritte Trophäe, Freunde. Boah, das ist so ungenau, ne? Das Schießen ist total ungenau, Freunde. Und er ballert hier mit seiner Magnum durch die Gegend, Freunde. Mal hier raus aus diesem Scheißloch hier. Krass! Sieht das kacke aus, Freunde. Grafisch ist es kein Meilenstein. Und es könnte sein, dass sogar die GameCube-Fassung besser aussieht als das hier. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie von nun an sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht. Was nützt der beste Anwalt, wenn man sich an nichts erinnern kann? Vom Style her ist es cool, also so atmosphärisch und so, aber das Schießgefühl ist total für die Tonne, Freunde. Man schießt einfach und irgendwie trifft er und ich habe jetzt total einfach gewählt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt total schwer nehme, ob das sich dann besser anfühlt. Ich glaube es nicht. Naja. Ich möchte das Spiel, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt durchzocken werde, weil bisher hat es mir leider nicht sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, wie 13 auf der PS2, GameCube und Xbox damals sich angefühlt hat, ob das besser war. Ich kann keinen Vergleich ziehen, dafür ist es einfach zu lange her. Mal schauen, wie sich das so entwickeln wird, Freunde. In Ihrer Aussage haben Sie behauptet, dass Sie sich nicht wie ein Killer fühlen. Rührend. Aber Sie werden verstehen, dass ich mich nicht mit Gefühlen zufrieden geben kann. Für mich zählen Beweise. Und die sind erdrückend. Emery, die Bilder bitte. Schauen Sie sich dieses Foto an. Sehen Sie den Einschlag am Hinterkopf? Wo ist die Kugel Ihrer Meinung nach hergekommen? Dieses Gebäude dort, sehen Sie? Es liegt genau in der Schusslinie. Und wen haben wir hier? Nun, muss ich erst einen Spiegel besorgen? Oder wollen Sie endlich die Tat gestehen? Agent Scott, auf Leitung 1. Also, wo ist die Akte? Schlechte Nachrichten, Colonel Amos. Steve Rowlands Militärakte ist aus dem Pentagon verschwunden.
Die Jungs dort bestätigen, dass ihr Mann vor 2 Jahren auf einer Mission in Mexiko getötet wurde. Nun, dann haben wir eine kleine Überraschung für seine Witwe. Aber bevor wir ihre Auferstehung bekannt geben, Captain Roland, werden wir... Was zum Teufel geht hier vor? Was geht denn jetzt ab hier? Nicht bewegen. Ich werde dich von den Handschellen befreien. Danke. Schön, dich zu sehen, Steve. Schön, dich zu sehen. Du bist aber eine gute Schützin. So, der riesen Fernseher im Hintergrund. Und begeben Sie sich zu den Soldaten auf den Dächern. Töten Sie keine FBI-Agenten. Ich versuch's. Hör zu, Mongoose hat dich entdeckt. Wir treffen uns auf dem Dach. Und lass die FBI-Männer am Leben, okay? Okay. Die Frau aus der Bank. Er hat mir einen Dietrich gegeben. Gucken wir, was es hier noch so gibt auf dem Tisch. Lauf mal vorbei. Jetzt. Boah. Nicht töten, aber messern kann ich, oder was? Nein! Wer ist jetzt FBI-Agent, wer nicht? Die kann ich töten, oder was? Wo ist der Kerl mit dem Tattoo? Ich bin hier. Lass uns boxen. Den kann ich töten, ne? Gehen wir hier rein. Durch. Leute, ist das ein Schmarrn? Ach, ist das herrlich. Also ich hätte wirklich was Besseres erwartet, ganz ehrlich. So. Wo müssen wir hin? Hier durch? Nein. Jetzt muss ich wieder die Tür suchen, Freunde. Ah, ist das cool. Besen. Schrubb mal den Typ. Vielleicht kann ich hier durch. Nee, da ist nichts. Da ist ja auch nichts. Also
gehe jetzt dahin, aber das ist alles gesperrt. Nö, da ist auch nichts, Freunde. Ich fühle mich gerade wie Batman Arkham Knight durch die Tunnel. Gehen wir hier lang. So, wo muss ich hin? Zeig mir den Zielpunkt. Da ist einer. Bleib dran! No! Da ist was. Zum Sammeln, oder? Nee, nur der Kühl. Der Aschenbecher. Komm hier durch. Ja. Schießt da auch jemand auf mich? Wo schießt der her? So, zum gelben Punkt. Kann ich hier durch? Nein. Funktioniert nicht, Freunde. Gehen wir mal hier. Hier durch. Oh. So. Ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Ich glaube, bei dem Spiel muss man das Gehirn ausschalten und einfach zocken. Mal schön die Pumpgun benutzen. Ich muss irgendwie aufs Dach, Freunde. Hier bin ich doch hergekommen. Nee, nicht zurückgehen. Geh mal hoch. Geh mal schön hoch aufs Dach. Runter. Alter, was ist denn jetzt passiert hier? Pass auf, die Dielen sind morsch. Bleib dran! Alarm! Bleib dran!
Wie erwartet. Das FBI unterhält Geheimbüros in Brooklyn. Dort haben sie den Kerl hingebracht. Schnell! 110 Sterling Street! Das muss man erstmal herausfinden, Freunde. Habt ihr gesehen, wie so ein Mäuseloch da durch... Ich hab's wirklich durch Zufall entdeckt. Also, das Spiel braucht wirklich einen guten Navigator, denn das ist nicht vorhanden. Man bekommt zwar manchmal den Tipp, wenn man auf Touchpad drückt, aber das funktioniert nicht immer. Ja? Es wäre schön, wenn man sehen könnte, wo man genau hin muss. Ab und zu wird es angezeigt, ab und zu aber nicht. Und gerade eben habt ihr gesehen, wie kompliziert das Ganze ist. Naja. Ich habe gerade bei YouTube gesehen, derjenige, der das gezockt hat, hat es in 5 oder 6 Stunden durchgezockt. Ich weiß nicht, ob ich so lange durchhalte. Also mich pisst das jetzt schon an. So. Also bei aller Liebe zu Retro-Freunde, dieses Game ist einfach... Puh. Folgen Sie... Hey, hier entlang. Ja, Baby, ich komme, ich komme. Wo bist du denn? Da oben. Und das soll ein Remake sein, Freunde. Du scheinst dich nicht sonderlich zu freuen, mich wiederzusehen. Du hast also die Wahrheit gesagt. Du hast wirklich das Gedächtnis verloren. Wer sind Sie? Ich bin Major Jones, Ordonnanzoffizier von General Carrington. Fällt der Groschen? Carrington, die Synchronstimmen sind eine eigene Untersuchung zum Mord an Präsident relativ gut, nur die Grafiken, Freunde. Er ist der Einzige, das Schießgefühl der ist einfach unter aller Sau. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen über die Mauer. Los! Okay, okay, ich komme. Soll ich schießen? Hier, nimm! Was denn? Was ist das? Ich gehe zuerst. Ach, hier so ein Dings zum Hochklettern. Enterhaken, ne? Nennt man das. Jetzt du. Enterhaken. Seht ihr, wie das in der Luft schwebt? Dieser Frau. Sie sind außer Reichweite. Benutze das Zielfernrohr.
Ja, ich komm erstmal einen Headshot. Gute Arbeit. Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. Was meint hier? Hallo? Schöne Terrasse, schöner Balkon hier. Oh, ein kuschelig warmes Zelt mit Lampe drin, Kissen drin. Ja, Baby, jetzt willst nur noch du. Dann kann die Party losgehen. Wo soll ich runterklettern? Soll ich runterspringen oder was? Vielleicht hier? Mit dem Haken? Bla 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 bla. Geh runter. Kletter schon, Junge. Ja, das war klar, ne? Leute, Leute. Könnte meinen, das ist wirklich die Gurke des Jahres, ey. Gute Arbeit. Kletter auf der anderen Seite runter. Ich gebe dir Deckung. So. Alarm! So, weiter geht's, Freunde. Und jetzt? Wohin jetzt? Wir haben ihn! Nimm Anlauf. Dann springen wir da was. Ehre? Wovon sprichst du? Das hier ist kein Western. Außerdem waren die Duelle damals alles andere als ehrenhaft. Die meisten Streitigkeiten wurden mit einer Kugel in den Rücken beigelegt. Und nicht Auge in Auge vor dem Söldner. Was ist der Scheiße hinter dir? Nimm das! Sind nicht mehr das, was sie mal waren.
Alarm! Bleib stehen, Alter. Nein! Ziel nicht erreicht. Alter! Mann! Boah, ist das Spiel scheiße, ey. Nein! Irgendwoher schießt. Ich glaube, ich muss den Scharfschützen killen, ne? Nimm mal deinen Sniper bereit. Da oben. So, erstmal den killen. Super! Mach auf, Alte! Ja, nur soll ich da runterspringen oder was? So, rüberspringen. Okay. Ich möchte mal auf die Fässer schießen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Keine Munition mehr.
Hab ich nur Granaten, Alter? Was soll der Mist? Schon eine süße Maus. Mist, ich hätte dich nicht allein auf das Boot lassen sollen. Nimm das! Ja, Trash. So fühle ich das gerade, das Spiel. Mega Trash. Hold up. Jones, hören Sie mich? Ich habe die Information. Roger, ich höre. Carrington wurde von General Stanwell unter Arrest genommen. Er wird in Emerald festgehalten. Eine abgelegene Militärbasis ist in der Falle. Ich muss noch herausfinden, warum Stanwell Carrington vom Pentagon fernhalten möchte. Ich bin sicher, dass Sie dort drinnen sind. Nein! Ich muss rauslaufen. Da, da oben. Wo ist es denn, Alter? Hä? Können wir rausschießen oder was? Ja, mal hier. Schieß mal die Fässer. Das ist eine Qual, Freunde. Ich muss da hin. Okay. Da.
drauf schießen. Oh, endlich der Heli. Rein da und raus aus diesem Drecks. Nicht hier rein. Lass mich rein, lass mich raus. Okay. Abgeschlossen, angeblich. Wieder hoch, wieder hoch. Wieso lässt er mich nicht da hoch? Oder sie? Lass mich rein. Ey, was für ein... Boah, alter Schwede, ey. So, Freunde, ich glaube, jetzt habe ich über eine Stunde gezockt. Fast eineinhalb Stunden. Und ich weiß nicht, wer so ein Spiel hier macht. Also bisher habe ich immer gute Erfahrungen mit Microids gemacht. Die haben eigentlich ganz gute Spiele gemacht. Aber das hier ist wirklich... Wie kann das durch die Qualitätskontrolle... durchgeflutscht sein. Es ist wirklich grafisch verbuggt ohne Ende. Spielerisch seht ihr ja, es macht einfach keinen Spaß und irgendwie schade, weil ich dachte wirklich an ein Retro Flash und 13 war damals ein sehr gutes Spiel auf der Classic Konsolen. Auf der PS2, GameCube, Xbox und PC. Warum das so nochmal herausgebracht wurde. Ich glaube sogar, dass die Originalfassung viel besser zu spielen ist als dieses Schmarrn hier. Ja, welche Taste ist hier Waffenauswahl? Boah. Nehmen wir mal eine starke Waffe, nehmen wir mal das hier. Was ist das jetzt? Nein! Leute, ich meine die Kalaschnikow. Boah.
dann loslege. Ich halte sie auf. Meinen Granaten. Nimm doch die Kalaschnikow. Verdammt noch mal, nimm die Kalasch. Nein! Ey, ich hab doch die Kalaschnikow ausgewählt. Ich muss das jetzt 10-mal auswählen. Und er nimmt das trotzdem nicht. Boah, das Spiel geht mir langsam auch richtig auf den Keks, ey. Aber heftig. Warte hier. Hier kommen gleich Gegner. Die killst du jetzt alle. So, dann geht's auf den Hubschrauber. Ja, erstmal alle killen und dann können wir weiter. Ist das ein... Boah. Mit dem Vogel kommen wir nicht weit. Emerald Military Base. Da sieh mal. Der Emerald Komplex auf 12 Uhr. Kommt es oft vor, dass Sie sich Hubschrauber ausleihen? Du kannst dich ja wirklich an mich erinnern. Freunde, mein Fazit, lasst euch nicht von der coolen, vom coolen Aussehen, vom coolen Style des Cell-Shading-Look täuschen. Das Spiel ist grafisch verbuggt, es ist spielerisch unter aller Kanone und ihr seht, das ist wirklich schade, denn 13 ist ein sehr, sehr geiles Game gewesen damals. Das hätten sie wirklich besser remaken können. Ich beende jetzt diese Qual der Wahl und kann euch nur sagen, lasst die Finger von dem Spiel. Und falls ein Entwickler hier oder die Leute, die das verkaufen, hier zuschauen, Freunde, vielleicht könnt ihr das mit Patchen, ich weiß nicht, ob man das mit Patchen irgendwie noch richten kann, macht das bitte, denn ich habe leider keinen großen Spaß. Falls ihr das Game unbedingt haben möchtet, wartet, bis es günstiger ist und dann holt euch das. In dem Zustand ist es leider sehr verbuggt und auch wenn ich hier im coolen Winter mit meiner Kalaschnikow durch die wehenden Bäume, wie ihr seht, wie das grafisch aussieht, das könnte wirklich auch PS3 sein. Und ich bin mir sicher, dass auf der PS2 das besser ausgesehen hat. Ohne Genehmigung kann ich Sie nicht passieren lassen. Hey, warten Sie. Sofort stehen bleiben! Ja, bla bla bla. Bla, bla, bla. Schon gut, fahrt weiter. Wieder einer Wir sammeln die Körper später auf. Gefroren sind sie einfacher zu stapeln.
Ja, und besser zu essen, oder was? Oh, ist das ein... Ziel auf die Ferne! Das ist auch nicht diese Batman. Geh rein und hol Carrington raus. Ich werde im hinteren Teil der Basis auf dich warten. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte dir gesagt, dass du McDougall nicht ans Steuer lassen sollst. Hör auf, er ist beinahe am Ziel, also beruhig dich. Hey! Kann ich jetzt hier rein? Ziel auf den Kopf! Oh, die haben eine Schutzweste. Mal schauen, was besser wird, aber... Was hast du denn deinen Führerschein gemacht? McCall wird uns umbringen! Halt's Maul! Oh. Ja. Sieht aus, als gäbe es dort Ärger. Wollen wir... Nimm mal eine Granate. Ha, photography not allowed. Auf den Kopf. Da müssen wir hin. Jetzt dahin. Los, los, los! Wieso geht er nicht kaputt? Das Endgegner oder was? Wieso geht er nicht kaputt? Ich habe fast das ganze Magazin auf den geballert. Was ist das denn für ein King Kong, ey? Schöne Betten, schön am Saufen hier. Und ich bin jetzt ein Panzer. Naja, wenigstens habe ich ein paar Trophäen bekommen, Freunde. Das Spiel ist wirklich nicht sein Geld wert. Bei aller Liebe zu Retro-Shootern. So, und jetzt... Hoch.
Okay. So, Freunde, ich hoffe, dieses Levis-Socks-Video hat euch gefallen, auch wenn der Levis sich hier durch die Level gequält hat. Wie gesagt, wenn ihr es unbedingt haben möchtet, dann holt es euch, aber wartet, bis es ein bisschen runtergeht vom Preis her. Ich kann es euch mit gutem Gewissen nicht empfehlen. Naja, das war ein Levis-Socks-Video. Ich sage bis demnächst. Bye, bye. Jetzt raste ich hier voll aus.